Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam, live hier auf TTV, dem Bürgerkanal Hamburgs. Unser heutiges Thema lautet ISIS, Terror und Khalifat. Warum radikalisieren? In den Medien hören wir verstärkt von ISIS-Milizen und deren Drang nach Terror und Zerstörung. Es werden US-Journalisten verschleppt und getötet. Genauso soll ein Khalifat errichtet werden. Dabei gibt es bereits seit über Jahrzehnten ein Khalifat, welches sich für Liebe, Frieden und Toleranz einsetzt. Über dieses Thema sprechen wir heute mit diesen Gästen. Frau Antje Möller, sie studierte Stadt- und Regionalplanung in Berlin. Seit 1993 ist sie durchgehend Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Im Oktober 2001 hat Antje Möller die Ressort Innen- und Flüchtlingspolitik übernommen und vertritt die Grünen im Eingabenausschuss und in der Härtefallkommission der Bürgerschaft. Bis März 2013 war sie zudem parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion. Sie sagt, ISIS führt einen archaischen Krieg. Schönen guten Abend, vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön. Gerne. Herr Wolf Merck, er ist Diplomgeograf und beschäftigt sich mit interkulturellen Fragen. Vor wenigen Jahren wollte er durch den Eintritt in die Giordano-Bruno-Stiftung daran mitwirken, die bestehenden Privilegien der christlichen Kirche abzubauen, Religion überflüssig zu machen oder sie zumindest in ihrer öffentlichen Bedeutung zu reduzieren. Trennung von Staat und Kirche. Er sagt, Hassprediger und Anwerber sofort der Polizei melden. Einen schönen guten Abend, vielen Dank, dass Sie da sind. Herr Ramazan Menda. Er ist Masterstudent an der Akademie der Weltreligion und hat vorher Soziologie studiert. Er ist 1994 mit 9 Jahren als kurdischer Flüchtling nach Deutschland gekommen. Er sagt, islamistischer Radikalismus ist ein modernes Phänomen. Schönen guten Abend, vielen Dank, dass du da bist. Und Herr Tarek Hübsch. Er studierte Politikwissenschaft und Germanistik. Er ist Dozent an der Jamia Ahmadiyya Deutschland, dem ersten Imam-Ausbildungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland. Er sagt, der Islam wird als Ideologie missbraucht. Schönen guten Abend, assalamu alaikum, vielen Dank, dass du da bist. Ja, sehr geehrte Zuschauer, Sie haben natürlich auch heute wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Dies gerne per Telefon, die Nummer wird eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal. Das ist die 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399. Wenn Sie eine Frage zu dem aktuellen Thema haben, ISIS, Terror und Khalifat. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de ist die E-Mail, wenn Sie, wie gesagt, eine Frage haben zu dem aktuellen Thema. Und wir werden dann diese Fragen hier während der Sendung live auch noch für Sie beantworten. Auch einen schönen guten Abend an die Radiozuhörer, die uns heute über Tide 96,0 zugeschaltet sind. Auch Sie haben natürlich die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Gerne per Telefon 040 für Hamburg 325-99-0399 oder an aspekte@tidenet.de. Die brutalen Kämpfer haben bereits zahlreiche Städte eingenommen und verbreiten Angst und Schrecken in der Bevölkerung, heißt es hier in einer Tageszeitung. Iraks Regierung ruft die USA zu Hilfe. Ramazan, wie kannst du dir das erklären? Was macht eigentlich die ISIS? Was tut die? Also meine Informationen habe ich auch, wie du und wie wir wahrscheinlich alle aus den Medien, wobei ich auch kurdische Medien irgendwie beanspruchen kann. Und was ich soweit weiß, ist, dass seit 2 Jahren, seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien, verschiedene Gruppen, islamistische, da gibt es neben dem IS auch die Al-Nusra-Front, die hier zu Anfang sogenannte Freie Syrische Armee oder Rebellen genannt wurden. 40% dieser Menschen kommen aus dem Ausland. Sie greifen die dortige, neben Assad, also neben der Regierung, auch andere Gruppierungen an. Es findet jetzt seit Anfang August, 24., seit dem Beginn der Verstärkung der medialen Berichterstattung über Jesiden und so weiter, eine ethnische und religiöse Säuberung sozusagen statt. Es hat angefangen mit Schiiten, Christen, Jesiden, werden ermordet, vertrieben, gefangen genommen und ja. Was ist der Sinn und Zweck dahinter? Kann man da was zu sagen? Also das muss man die fragen, was der Sinn und Zweck ist und die vor allem und deren Helfer. Das sind verschiedene, kann man natürlich nicht beweisen, aber es fallen immer wieder auch von der Politik Aussagen, verschiedene Staaten, Einzelpersonen aus Staaten, aus gewissen Staaten, die diese Gruppen unterstützen. Man muss die Frage denen stellen, aber eins kann ich sagen,
Diese Gruppierungen werden momentan von den arabisch-sunnitischen Stämmen dort sozusagen getragen. Mhm. Die Motive dahinter können wiederum andere sein. Also ich will hier niemanden irgendwie angreifen oder so, aber aus politischer Ausgrenzung, also als Ergebnis politischer Ausgrenzung seitens der irakischen Regierung, jetzt diese Zusammenarbeit oder ein Bündnis vorläufiges mit der IS, der teilweise dortigen Bevölkerung. Andi Möller, aus welchen Löchern kommen plötzlich diese Leute? Kann man da irgendwas zu sagen? Kann man da irgendwie das zurückverfolgen? Dazu kenne ich mich viel zu wenig aus und ich würde es auch vermessen finden, darüber zu spekulieren. Das muss ich ganz deutlich sagen. Ich nehme aber und ich teile durchaus die Beschreibung, die wir hier eben gehört haben. Das, was aber so erschreckend daran ist, ist ja, dass sich dieser Krieg vor allem gegenüber der Zivilbevölkerung austobt, dass vor allem Frauen, Kinder, völlig unbeteiligte Personen gemordet werden, verschleppt werden, gefoltert werden, das hört man zur Genüge. Und das Phänomen dabei ist natürlich, dass man im Grunde, wenn man das möchte, praktisch live per Internet dabei sein kann. Und das ist, glaube ich, ein Element der großen Wirkung, die dieser Krieg hat. Dazu kommt aber natürlich, dass mehrere hunderttausend Menschen vertrieben werden, fliehen müssen und dass es wirklich um eine ethnische Säuberung geht, das glaube ich auch. Herr Merk, haben Sie oder macht Ihnen das Ganze Angst, auch gerade diese Gruppe, die da jetzt entstanden ist? Nein, macht mir keine besondere Angst. Es läuft ja ein besonderes Schema ab, was bei allen revolutionären Abläufen in den letzten Hunderten von Jahren erkennbar ist. Ich sage mal vereinfacht, es gewinnen zunächst immer die Radikalsten. Das heißt, das, was wir im sogenannten arabischen Frühling begonnen hatten, begann ja sehr moderat und so weiter. Und im Laufe solcher Bewegungen hat sich auch in anderen Kulturen gezeigt, Vietnam und so weiter und so weiter, dass die radikalsten Positionen haben, sich zunächst aus unterschiedlichen Gründen durchsetzen, weil sie entweder besonders gefürchtet sind oder besonders gut finanziert sind, wie auch immer. Und das ist ein Schema, was man hier sehen kann. Aber wie gesagt, das Peinliche ist ja, dass diese Herrschaften die Bevölkerung morden, über die sie regieren wollen. Also ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen. Die Frage weiter an Tarek Hübsch. Wie schätzt du das Ganze ein? Na, hier wurden schon einige Aspekte genannt. Was, glaube ich, essentiell ist, dass man zur Sprache bringt, dass diese Konflikte im Nahen Osten, in Irak, in Syrien, vor allem im Irak, dass die nicht von ungefähr kommen. Es ist nicht so, dass auf einmal die IS da wütet und dass da auf einmal irgendwie 10.000 sunnitische Radikale meucheln, sondern es gibt einen langen Vorlauf. Und den muss man zurückdatieren, natürlich auch schon zu Saddam Hussein und zu seiner Herrschaft, die alles andere als gut war für die mehrheitliche Bevölkerung. Aber im Gegensatz zu dem Anführungszeichen, zu der Sicherheit, die die Bevölkerung da unter gewissen Umständen hatte, ist das, was jetzt passiert im Irak, eine Verschlechterung der Gesamtsituation. Wir haben ja ein Failed State, wir haben Chaos, was einherging, oder die Ursache liegt auf jeden Fall auch darin, dass die Amerikaner, oder ich will gar nicht das näher ausformulieren, welche Kräfte dahinter gestanden, wir wissen das alles, dass da ein Krieg geführt wurde, der mit Lügen geführt wurde, das wissen wir jetzt alle. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile Common Sense, da muss man gar nicht darüber diskutieren. Colin Powell damals, derjenige, der diese gefälschten Beweise vor der UNO vorbringen musste, sagt jetzt, ja, nachdem er zurückgetreten ist aus allen politischen Ämtern, das ist der Schandfleck seiner Karriere, weil das Lügen waren, die vorgebracht wurden. Und auf Basis dieser Lügen wurde da eine Intervention durchgeführt und diese Intervention hat nicht zu einer Verbesserung der Lage geführt, sondern nein, wir haben ein absolut chaotisches Land, das jetzt nicht mehr zu kontrollieren ist. Und natürlich könnte man, wenn man jetzt weiterdenkt, nachvollziehen oder herausfinden, wie jetzt die einzelnen Gruppen entstanden sind. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Freie Syrische Armee
unterstützt wurde von bestimmten Kräften, die nicht aus der Region stammen, aber auch aus Saudi-Arabien, das wissen wir. Und dass diese Freie Syrische Armee jetzt erstmal unterstützt wurde in Syrien, als sie gegen Assad gekämpft haben. Jetzt aber, wenn sie zusammenwirken mit der IS, bekämpft werden von ähnlichen Kräften. Das heißt, wir haben hier Dinge, die wir immer wieder finden, dass erst einmal Kräfte unterstützt werden, das war aber bei den Mujahideen in Afghanistan genauso, die hinterher dann aber bekämpft werden, nachdem sie ihre Funktion erfüllt haben. Das heißt, wir haben einfach von langer Hand, ich würde sagen geplant, aber von langer Hand auf jeden Fall Kräfte, die in das Land eingewirkt haben und die haben Chaos verursacht. Und das ist etwas, was auf jeden Fall zur Sprache gebracht werden muss, bevor hier einfach jetzt die letzten 5 Monate besprochen werden, ohne nachzuvollziehen, was die letzten 10 Jahre passiert ist. Vielen Dank erstmal bis hierhin, sehr geehrte Zuschauer. Sie haben heute die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen zu dem Thema ISIS, Terror und Kalifat. Diese gerne per Telefon, die Nummer wird eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal, das ist die 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399 oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de, wenn Sie, wie gesagt, eine Frage haben zu dem aktuellen Thema. Diese leiten wir dann hier an die Gäste auch direkt weiter. Ramazan, jetzt hört man öfters auch in den Medien, dass das Ganze mit dem Islam zu tun haben soll, zu tun hat. Kannst du das bestätigen? Also rein technisch gesehen trägt diese Organisation den Begriff Islam im Namen und da fängt es schon an. Und das ist Grund genug, um zu sagen, das hat was mit dem Islam zu tun. Sie haben, also verstehen wir uns nicht falsch, es hat nicht mit dem Islam zu tun, wie ich den kenne und gelehrt bekommen habe und beigebracht bekommen habe von meinen Eltern. Aber diese Menschen argumentieren mit dem Islam, mit dem Koran. Wenn sie Menschen köpfen, schreien sie dabei Allahu Akbar. Sie legitimieren ihr Handeln durch islamische Regeln, Gesetze, die sie so sehen. Und natürlich hier an diesem Punkt könnte man darüber sprechen, erstens, warum, also ich kann mir gut vorstellen, dass viele Muslime ruhig sind, nur weil sie hören, dass diese Menschen Allahu Akbar hören. Das bewirkt bei ihnen eine respektvolle Position, also eine Position, in der sie irgendwie Ehrfurcht oder so haben, aber das dahingestellt, das ist inakzeptabel, sollte man nicht akzeptieren im Sinne des Islams. Im Sinne des Islams, im Sinne der Muslime. Und zweitens, bei all den schlechten Dingen ist für mich meiner Meinung nach, hier bieten solche Dinge, diese Situation auch die Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, wie ist das möglich, dass diese Menschen das Werkzeug dazu haben, das zu legitimieren. Also meine Frage ist, wie sollen wir als Muslime an den Koran, an die Offenbarung herangehen? Sehen wir das als Gesetztext? Letztendlich machen die nichts anderes als manche gewöhnliche Muslime, sage ich mal. Und das ist eine Schande für die islamische Welt, auf jeden Fall, dass das sowas im Namen des Islams geschieht. Und ja. Wie kann man dagegen antworten, auch gerade jetzt als Muslim? Ja, indem man sich klar positioniert gegen sie, indem man mobil macht gegen sie, indem man auch kritisch mal in sich geht und nachdenkt. Zum Beispiel, der Koran ist kein Gesetzesbuch. Er hat einen gewissen Ethos, eine gewisse Ethik, eine Weltanschauung in sich, innen drin, aber diese ist nicht anhand von Sätzen und Worten, sondern das ist etwas, was nicht greifbar ist mit Worten oder so. Mhm. Also man sollte über generelle Reformen nicht des Korans, nicht des Islams, sondern dem Verhältnis dazu nachdenken. Mhm. Antje, sind Muslime, liberale Muslime zu still? Sollten Sie sich mehr einsetzen dafür, was dagegen zu tun? Ich glaube, dass Sie manchmal zu still sind, ja. Ich glaube, dass das wichtig ist, sich zu positionieren, Dinge zu erklären.
uns, also denjenigen, die keine Muslime sind, Dinge zu erklären. Das denke ich schon. Aber ich möchte auch nicht, dass wir in eine Situation kommen, die leider manchmal von interessierter Seite eingefordert wird, dass sich Muslime sozusagen rechtfertigen müssen oder sich distanzieren müssen oder etwas Ähnliches, sondern es geht um ein besseres Verständnis. Und es geht natürlich genau darum, dass wir von dieser Stimmung wegkommen, die sich, ich sag's nochmal, von interessierter Seite manchmal so aufbaut. Jetzt müssen wir Angst haben, dass die Kämpfer zurückkommen und der Krieg hierher getragen wird und Ähnliches. Das sind Einzelfälle, über die wir da reden, und die muss man sich genau angucken. Aber dieses Gleichgewicht, dieses gut miteinander umgehen, was wir uns ja an vielen Stellen gut erarbeitet haben in dieser Gesellschaft. Es gibt einen Vertrag, den hat Hamburg mit den muslimischen Gemeinden und mit den Aleviten. Und da muss Leben rein. Und das hat ganz viel mit, wir reden miteinander, wir äußern uns auch deutlich. Und ja, es ist wichtig, dass Muslime auch sagen, was sie von diesem Krieg halten, wie sie den sehen und wie sie ihn für sich empfinden. Ja. Aber es ist genauso wichtig, dass sozusagen die keine Muslime sind, nicht anfangen zu sagen, ja, ihr seid doch auch so oder ähnlich. Ne? Und da kommen wir gleich auf Tarsi Kükle auf jeden Fall noch zu sprechen. Aber Herr Merk, meinen Sie, dass Muslime sich dafür wirklich ins Zeug setzen müssten, da auch mal aktiver zu agieren? Ich habe auch den Eindruck, Sie haben die Pflicht, sich für solche Dinge zu entschuldigen. Denn wenn Muslime solche Terrorgeschichten tun unter der Fahne des Siegels des Propheten, ne, die ISIS-Fahne trägt das Siegel des Propheten, das Glaubensbekenntnis, also sich sozusagen herauszureden, die guten Muslime hätten damit nichts zu tun, das geht nicht. Ich erwarte von muslimischen Institutionen, nicht nur, ach, wir möchten da gerne irgendwie das nicht so gut finden, sondern ich erwarte von der Organisation Islamischer Staaten, dass sie möglicherweise auch mit sozusagen militärischen Interventionen gegen solche Ungeheuerlichkeiten vorgehen und dass hier örtlich Imame oder die Moscheegemeinden, wie auch immer, sich nicht nur entschuldigend distanzieren, sondern ein bisschen mehr tun. Mhm. Tarsik, wie sieht sowas konkret aus? Verschiedene Aspekte wurden ja angesprochen und ich müsste eigentlich jeden Kommentar noch einmal kommentieren dürfen. Ich versuche das jetzt kompakt zu machen. Kurz, genau. Zum Kurz, klar, ja. Es wurde hier mal wieder auf die Rolle der Muslime angesprochen. Also man muss auch... Das ist die Frage. Ja, ist schon richtig. Aber das Problem ist, was ich sehe, ist ja, wir versuchen es ja. Es ist ja nicht so, dass wir Muslime gar nichts machen würden. Ich kann mich an meine, Anführungszeichen, Politisierung als Muslim gut zurückerinnern. Und da war die Sehnsucht da, dass man wirklich auch mal Richtigstellung betreibt, dass man sich artikuliert, dass man die Möglichkeit hat, eben den richtigen Islam zur Sprache zu bringen. Leider ist es aber nicht so einfach. Man muss doch mal klipp und klar sagen, wir sind in einer... Der richtige Islam? Ganz kurz, wir sind einer... Ja, zumindest ist er nicht derjenige, der jetzt den IS kämpft. Ja, das ist nicht der richtige... Das ist dieselbe... Herangehensweise, einen Islam zu definieren. Also ich habe auch was dagegen zu sagen, hier, Islam ist Frieden. Was sollen wir denn sonst machen? Das ist ja Ihre. Sie sagen, wir müssen einen bestimmten Zugang finden zum Gesetzestext, oder das ist ja gar kein Gesetzestext nach Ihrer Auslegung. Zum Koran müssen wir einen bestimmten Zugang finden. Fakt ist, wir sind Muslime, wir glauben an den Koran und an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakt ist auch, dass wir abgeleitet von diesen zwei Quellen selbst leben. Das heißt, wir praktizieren für uns einen Islam, der nach unserem Ermessen der richtige ist. Natürlich muss jetzt die Frage gestellt werden, wer entscheidet, wer der richtige ist. Und es geht nicht anders als über Gespräch, über Diskussion, über Exegese. Jeder für sich selbst. Jeder erstmal für sich selbst, aber wenn sich danach darauf aufbauend Gruppierungen entwickeln, wenn sich dann Imame entwickeln, wenn sich dann bestimmte Lesarten herausbilden, ist es absolut natürlich. Es gibt in der Demokratie gibt es ja auch verschiedene Parteien. Ja, ist ja ganz natürlich. Da gibt es ja Überschneidungen, dann trifft man sich. Und da gibt es natürlich die Frage, inwieweit ist etwas göttlich geleitet oder nicht göttlich geleitet. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie das passiert. Aber Fakt ist, wir haben auf jeden Fall Lesarten des Islam, Lesarten des Koran. Aber wenn, und das muss man bedenken, wenn die großen Medien, ja, und das ist etwas, was ich verfolgt habe die letzten 15 Jahre, vor allem seit 9/11,
Und schon davor, wenn die großen Medien permanent eine bestimmte Lesart des Islam an prominenter Stelle platzieren, in den Feuilletons, in der Bildzeitung, in den Sendungen, wenn dann zum Beispiel so Leute ausgeladen werden, nur um Pierre Vogel hereinzubringen, diesen Fall kenne ich, oder meine Schwester ausgeladen wurde, damit Pierre Vogel reinkommt. Wenn die Medien also immer wieder diesen fanatischen Islam präsentieren, dann entwickelt man natürlich eine gewisse Desillusionierung. Man hat Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, man resigniert auch. Trotzdem muss man weiterhin versuchen, sich für einen Islam einzusetzen, der eben nicht der Islam, der IS ist. Dann auch nochmal zu dem, was Herr Merck gesagt hat. Natürlich ist es erschreckend, was die IS macht, und wir distanzieren uns auch. Und wir müssen auch entschuldigen, dass im Namen des Islam getan wird. Die Frage ist nur, inwieweit können wir diese IS-Gruppe jetzt heranziehen, um darauf aufbauend die Diskussion um den Islam zu begründen. Das heißt, immer nur ist der einzige Fokus auf die IS gerichtet, und wir müssen uns dazu Stellung beziehen. Warum kann man nicht sagen, okay, wir haben hier eine bestimmte Terrorgruppierung, und Terror, wie entsteht Terror allgemein? Also was ist der Hintergrund von Radikalisierung? Was ist der Hintergrund eigentlich von Jugendlichen, die radikal werden? Ist es wirklich die Quelle, also die Religion, oder sind da andere Prozesse im Gang? Also eine wissenschaftliche Auseinandersetzung ist ja auch nicht so, dass wir sagen, das Deutschsein war wirklich radikal an sich. Deswegen ist ganz Deutschland Hitler gefolgt und ist in den Zweiten Weltkrieg. Und natürlich, nein, wir machen es nicht. Wir haben also Adorno, Horkheimer etc. Und wir sagen dann, wie so etwas wissenschaftlich ist da genau. Falsch, auch gerade in den Medien. Ich finde es immer verkehrt, wenn man einfach nur sagt, Islam, Label, und wir müssen jetzt irgendwie dazu Stellung beziehen. Ja? Also, wobei wir als Muslime denken, wir als Muslime denken, dass was passiert, ja, ist so ein absoluter Wahnsinn. Aber das ist deren eigene Begründung. Ihre Hauptbegründung selber ist doch die, wir wollen den gerechten oder den richtigen oder den einzig wahren Islam. Es gibt doch keine weiteren Begründungen. Hier wird nicht über soziale Probleme in einem bestimmten Gebiet, über Diskriminierung, über oder ähnliches, ja, wo sich sonst Konflikte drum ranken, Unterdrückung von Minderheiten und so weiter. Also es gibt kein weiteres Thema, und das macht es so schwierig. Ich glaube, das ist aber faktisch nicht korrekt. Aber also ich glaube das nicht. Ist die öffentliche Botschaft. Das ist die Botschaft, die Medien eventuell treffen. Darüber rede ich ja auch. Was zu beurteilen. Was formulieren die Medien, und was ist eigentlich faktisch die Sachlage? Also der Terrorismus dort, und ganz kurz nur darauf eingehen, dann können Sie gerne was sagen. Der Terrorismus dort, wie hat der sich denn entwickelt? Ja? Er hat sich ja nicht entwickelt, weil da Imame Eingebungen hatten und gesagt haben, das ist jetzt der Islam, wir müssen in den Dschihad gehen. Nein, es gibt da politische Konflikte zwischen verschiedenen Gruppierungen. So einfach ist er nicht. Und wir haben politisch-soziale Konflikte, und die werden jetzt mit dem Label Sunni, Alawit und Shia, und dann geht es sozusagen als Ideologie obendrauf in den Krieg. Man kann auch nicht sagen, dass die jetzt wirklich nur den Islam da irgendwie haben möchten, dass es da gar keinen politischen, sozialen Hintergrund gibt. Ich stimme Ihnen zu. Die Diskurse vor allem seit dem 11. September, aber auch seit der iranischen Revolution, also der islamischen Revolution im Iran. Es gibt zig Arbeiten darüber, und diesbezüglich hat sich in den Medien auch was getan. Der Islam wurde immer negativ behaftet dargestellt, zentriert auf Terror, Gewalt, Frauenunterdrückung und sowas. Und ich bin auch der Meinung, dass vor allem hier in Hamburg und hier in Deutschland, dass das Verhalten von mancher Muslime die Reflexion dieses Prozesses ist, also die Reflexion der Klischees und der Denke der Mehrheitsgesellschaft, das Bild von sagen wir jetzt Deutschen, von Muslimen, diese Verallgemeinerung, und plötzlich, ich kenne mindestens drei Mädels, die vorher kein Kopftuch getragen haben und im Laufe dieser Diskurse sich plötzlich verschleiert haben. So. Ist das schlimm, sich zu verschleiern? Es geht nicht darum. Ist das schlimm, sich zu verschleiern? Ich bin sehr gläubig. Die Frage sollte sein, warum verschleiern sie sich? Sind das narzisstische Gründe? Sind das psychologische, soziale Gründe? Oder hat das was mit der Religiosität zu tun, mit der tiefen, wahren, wahrhaftigen Religiosität? Ja. Und ich glaube, wahrhaftige Religiosität, wahrer, oder sagen wir mal,
Ja, die Religiosität, wie ich sie verstehe, sie grenzt sich nicht ab. Also ich kann verstehen, dass man sich jetzt abgrenzt, weil man dauernd ausgegrenzt wurde. Aber das sind komplexe Prozesse, die man so ein bisschen im Kopf, also im Blick behalten sollte. Und nochmal zum Irak. Ich komme aus der Region. Ich bin Flüchtling, meine Familie ist zerrissen. Ich habe den ersten Golfkrieg bildlich gesehen, wie da Raketen da abgefeuert wurden und so weiter. Aber ich weiß auch, dass Saddam zum Beispiel 120.000 Kurden, wenn nicht mehr, getötet hat. 5.000 auf einmal mit Giftgas aus Europa. Deutsche Panzer wurden in mein Dorf, mit türkischen Soldaten kamen sie. Also ich gebe Ihnen recht, das ist sehr komplex und da ist die ganze Weltgemeinschaft daran beteiligt. Das ist auch eine ziemlich reiche Region sozusagen. Da gibt es sehr viel Wasser, da gibt es sehr viel Öl und so weiter. Und die armen Kurden leben genau da drauf. Und seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und wenn nicht davor, hört der Krieg nicht auf. Seit der kolonialen Zeit, also Großbritannien, Frankreich hat sehr interessant, komplex. Seitdem Öl entdeckt wurde, gibt es da Konflikte. Genau, aber Fakt ist, dass diese Probleme, die wir benennen, die wir heute besprechen, die herrschen irgendwo auch in der islamischen Welt. Es gibt irgendwie ein Zitat von jemandem, der sagt, ja, die islamische Welt, die muslimischen Länder sind nicht in der Lage, sowas wie eine Demokratie herzustellen, entweder Militärdiktatur oder religiös bedingte Diktatur. Also, da muss man, und es ist so. Guckt man, die größten modernen Theologen, islamische, sind momentan außerhalb von muslimischen Ländern im Exil. So, wenn man sich die Geschichte der islamischen Welt anguckt, da ist irgendwas passiert, der Salafismus ist eine Reaktion auf die Moderne. Ja. Auf die Moderne. Und das hat also... Ich gebe Ihnen da absolut recht. Ja. Also ich will den Islam da überhaupt gar nicht aus dem Blickfeld schieben. Darum also man muss nicht, die dortige Politik, die dortigen Machthaber, die dortige Herrschaftsinstitutionen, die muss man kritisieren. Genau. Also so die arabischen Länder, jetzt Stichwort Palästina und Gaza, Israel, die arabischen Länder oder Westen und so weiter, sie machen nichts außer jetzt in ihren Medien anti-westliche, anti-israelische Blabla-Politik, um ihre Leute einfach damit zu beschäftigen. Aber rein technisch gesehen machen sie nicht. Das sind die größten, Saudi-Arabien ist der größte Geschäftspartner von USA und so weiter. Herrn Merkel nochmal mit einbinden und dann... Ja. Also ich wollte nur einen Aspekt bei Herrn Hübsch aufgreifen. Wenn Sie vorhin gesagt haben, dass im Wesentlichen wegen der medialen Darstellung die ISIS sich so entwickelt hat und so agiert, dann ist das ein bisschen einfach. Ein bisschen einfach. Gucken Sie sich die arabischen Medien an. Das ist so einfältig, was da berichtet wird, was die Araber über sich selber berichten. Das ist unerträglich. Und sozusagen den Medien etwas in die Schuhe zu schieben, also die müssen erstmal alle selber ordentlich recherchieren und den ISIS-Terror mit medialer Verursachung zu begründen, das ist ein bisschen einfach. Ich weiß nicht, auf welchen Zusammenhang Sie hinweisen. Ich kann mich nicht daran erinnern, so etwas in dieser Art und Weise gesagt zu haben in dieser Sendung. Ja, weiß Sie haben die Medien zitiert, weshalb das und das und das passiert ist. Nein, ich weiß nicht, was für Zusammenhänge Sie konstruieren. Ich kann es wirklich gerade nicht nachvollziehen, logisch überhaupt nicht. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay, kommen wir vielleicht nochmal zurück dann auf überhaupt den Zusammenhang mit dem Islam und diesem ganzen Thema, was wir haben. Ja. Was tut ihr auch gerade von der islamischen Gemeinde? Vielleicht kannst du den Zusammenhang nochmal erklären, wie ihr das überhaupt seht, diesen Zusammenhang. Gibt es einen Zusammenhang? Wenn nein, wieso wird dieser Zusammenhang überhaupt festgestellt? Ich finde ganz interessant, was er gesagt hat, weil ich in vielem ihm absolut zustimme. Es ist ja natürlich so, dass die islamische Welt seit Jahrhunderten wahrscheinlich schon in einem Niedergangsprozess sich befindet. Und zusätzlich zu diesem Niedergangsprozess gab es dann eben auch die Kolonisierung der islamischen Welt. Ja, und das ist nicht etwas, was wir einfach so mal beiseite schieben, also da gab es eine Kolonisierung. Nein, es gibt ja nicht umsonst die Postcolonial Studies und die versuchen herauszufinden, wie das postkoloniale Erbe die islamische Nation oder den Islam immer noch belastet. Ja, ich will jetzt gar nicht in diese Heulerei verfallen, diese Kolonialisten sind schuld für den Niedergang. Nein, das sind auch hausgemachte Gründe und es liegt einfach daran, dass die Muslime im Laufe der Jahrhunderte, was auch prophezeit war vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
wahren Islam vergessen haben. Also zumindest einen vernünftigen Islam, zumindest einen Islam, der den Quellen gemäß ist. Nein, mit dem Reichtum, der eingesetzt ist, kam die Gier und mit der Gier die Habsucht und dann eben gab es die ganzen großen politischen Kalifen und alles hat dazu geführt, dass die wirkliche Essenz des Islam, ja, und da geht es auch um Bildung, ja, Wissenschaft. Ja. Es gab ja die Blüte des Islams, als hier noch finsteres Mittelalter herrschte, hatten wir eine Blütezeit der islamischen Wissenschaften. Dass alles verloren gegangen ist im Laufe der Jahrhunderte. Und dass wir jetzt einen Mittelalter-Islam haben, der bildungsfern ist, der nicht wissenschaftsfreundlich ist. Und all diese Faktoren führen dazu, dass da eben keine guten Strukturen vorhanden sind. Mhm. Und auf diesen schlechten Strukturen kommt hinzu, dass dann noch fremde Interessen da hineinfallen in diese Region. Es geht da ganz klar um Öl, muss man so formulieren. Bestimmte Nationen haben da eigentlich nichts verloren, sind da aber dabei. Und alles zusammengenommen führt zu dieser unerträglichen Situation. Vielen Dank erstmal bis hierhin, sehr geehrte Zuschauer. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen zu dem Thema ISIS, Terror und Khalifat. Warum radikalisieren? Einfach per Telefon 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail, wenn Sie eine Frage haben zu dem aktuellen Thema. Antje Möller, wie ist das eigentlich mit Deutschland und auch Hamburg? Müssen wir uns fürchten? Müssen wir Angst haben? Hat man irgendwelche Informationen, dass vielleicht Deutsche ausgebildet werden in diesen Regionen? Gibt es da Informationen? Naja, der Verfassungsschutz hat sich auf Bundesebene, aber auch hier in Hamburg ja dazu geäußert. Man hat eine Zahl, die man benennen kann, 36 Männer, die aus dem hamburgischen Raum nach Richtung Syrien ausgewandert sind, ausgereist sind. Man weiß nicht, ob sie tatsächlich an Kämpfen teilnehmen. Man weiß dann wieder, dass 5 gestorben sind, gefallen sind und mindestens 10 wieder zurückgekommen sind. So, solche Zahlen werden veröffentlicht, solche Dinge werden zusammengetragen. Auf der Bundesebene wird von 400 Personen geredet, die ausgereist sind. Dann werden immer wieder Zahlen, die sich auf Salafisten beziehen, genannt und Ähnliches. Von der Größenordnung her kann man sicherlich sagen, das ist kein Gefahrenpotenzial, wo wir uns alle vorfürchten müssen. Aber ich habe das vorhin schon gesagt, sicherlich muss man sich die Einzelfälle angucken. Man muss natürlich sich um die Familien kümmern, die Sorgen haben um ihre Jugendlichen oder jungen erwachsenen Männer, die plötzlich anders denken als ihre Eltern, die in der religiösen Erziehung nicht mehr den Eltern folgen. So wie du es eben auch schon gesagt hast, der Salafismus ist auch eine Antwort auf einen vielleicht weltlicheres Leben als die Jugendlichen angemessen finden und Ähnliches. Also es gibt eine Bewegung, die heißt, Jugendliche radikalisieren sich, und es gibt auch welche Einzelne, die ausreisen. Ich würde aber wirklich davor warnen, daraus eine große Welle, eine Woge zu machen, sondern es sind Einzelfälle und wir müssen alle, und da glaube ich dann allerdings wieder, dass man das nur gemeinsam auch mit den muslimischen Gemeinden machen kann, mit den Aleviten machen kann, verstehen, was da passiert. Was geht, also ist das die Jugendrevolution, wo in anderen Familien zu Drogen gegriffen wird oder Ladendiebstahl begangen wird oder was auch immer? Also ist das eine jugendliche Revolte oder was steckt dahinter? Ist das Teil der Trennung vom Elternhaus oder ist es eine Bewegung, die Gefahren nicht nur für die einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft nach sich zieht? Welche Aufgabe ist es, um da nochmal zurückzukommen, um das zu erkennen, dieses Potenzial zu erkennen, dass jemand sich in diese Richtung zu bewegen scheint? Ist das die Aufgabe der islamischen Verbände oder ist das auch teilweise die Aufgabe? Nee, das ist die Aufgabe von uns allen, von der Gesellschaft. Mhm. So, das müssen wir als Politikerinnen und Politiker
tun. Dazu sind aber auch die Moscheen, Jugendvereine, die Schulen gefragt. Es hat auch ganz viel mit Bildung zu tun, das glaube ich auch. Und es hat aber auch etwas damit zu tun, dass man wenn so etwas in einer Familie ist, das nicht schamhaft verschweigt, sondern dass man drüber redet und dass man sich vielleicht dann auch an Hilfe suchend an eine Beratungsstelle wendet, an eine Moschee wendet, das, was einem nahe ist und dass man sich da Hilfe holt. Und deswegen sage ich das nochmal, dass das ist in manchen Stellen, glaube ich, vergleichbar mit einer Situation, wenn Jugendliche zum Beispiel sich in Abhängigkeit von Drogen begeben und Ähnlichem. Also es ist inhaltlich nicht vergleichbar, aber es ist aus der Situation, in der sich Familien dann befinden, her vergleichbar. Ja. Inwieweit stehen Muslime unter Generalverdacht? Also wann denkt man, dass es sich so ausbreiten kann, sozusagen? Da haben wir eben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Ich möchte nicht, dass Muslime unter Generalverdacht stehen. Ich glaube auch nicht, dass sie das tun. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sich so äußern. Also es gibt, wir haben Bundespolitiker, die sich manchmal so äußern. Wir haben einfach interessierte politische Kreise, die sich so äußern. Und es gibt auch eine Menge Menschen, die sich aus Dummheit so äußern. Und deswegen muss dieses Signal, die Gesellschaft diskutiert da miteinander. Und zwar die Muslime mit den Nicht-Muslimen und mit denen, die ohne Konfession sind. Und wir reden über ein gesellschaftliches Problem, ein gesellschaftliches Phänomen, was auf keinen Fall nur in der Verantwortung und in der Zuständigkeit der Muslime ist. Herr Merk. Also der normale Bürger fragt sich natürlich, warum gibt es denn solche Terroraspekte fast nur beim Islam? Also insoweit fragt sich der normale Bürger das. Und was macht ein einfacher Mann und Mensch? Er kommt auf den Generalverdacht, obwohl das in vielen Fällen unfair ist. Aber was passiert denn an den Stammtischen? Ja, da wird alles über einen Leisten gezogen und dann kommt das, was Sie als Generalverdacht sagen. Aber was tun denn die Muslime? Die organisierten Muslime, die Moscheevereine, die Imame. Da habe ich den Eindruck, da passiert zu wenig. Ich finde, da verändert sich was. Ich finde, wenn man sich die Seiten, die Internetauftritt, also jetzt für Hamburg, ich recherchiere da nicht bundesweit irgendwie, ne? Aber ich finde zum Beispiel bei der Schura, das ist für mich erkennbar, da kommt Bewegung rein, da sind wir sowieso immer mal mit im Gespräch, jetzt so Politik und muslimische Verbände sind miteinander im Gespräch. Und ich... ja, vielleicht braucht es auch eine Zeit, um das zu erkennen, dass man was tun muss. Ja? Und dass das nicht sich nur in 3.500 Kilometer weit entfernt alles abspielt, sondern dass das ganz viel hier auch mit dieser Stadt. Und es ist auch etwas, was sich hier bei den Flüchtlingen, die hier ankommen, natürlich als Thema abbildet. Ja? Hier kommen syrische Flüchtlinge an, hier kommen verfolgte Christen an und die kommen mit diesem Bild. Ja, das ist doch der Islam. Und also ich gebe zu, dass die Muslime natürlich eine grundsätzliche Schwierigkeit haben. Sie haben also nicht solche Organisationsstrukturen, wo sozusagen Dritte sagen könnten, mach doch mal was, sondern das ist so diffus, dass auch ein Nachholbedarf der Muslime ist, sich so zu organisieren, dass man, wie das bei Europa auch heißt, eine Telefonnummer hat, wo kann man sich denn dann mal informieren oder beschweren über Muslime oder bei Muslimen? So bleibt das ja alles im nebulösen Raum. Und da kommt dann der Generalverdacht her. Klar. Da würde ich aber auch die Frage wieder an Tariq Hübsch weiterleiten, weil die Ahmadiyya-Gemeinde, der du ja auch angehörst, ist ja auch Körperschaft des öffentlichen Rechts, jetzt in Hessen und auch mittlerweile in Hamburg. Wieso kommt es nicht in der Öffentlichkeit an, was ihr tut? Also erst einmal finde ich es fragwürdig, dass hier, auch wenn es der Stammtisch ist, ja, also man muss diesen Stammtisch ja nicht unbedingt hier wiederholen, weil es ja wirklich Stammtischniveau ist, zu sagen, ja, dieser Terrorismus kommt nur im Islam vor. Also wenn wir auf die Geschichte der Menschheit durchgehen, das habe ich nicht gesagt. Nee, jetzt mittlerweile, der Stammtisch denkt ja jetzt so, dass warum ist jetzt der Islam immer, spielt da eine Rolle, wenn es um Terrorismus geht, ja.
Es ist Stammtisch. Ja. Es ist hier kein Deswegen Stammtisch. Deswegen habe ich es ja gesagt. Ja. Aber so. Man muss hier aber, glaube ich, auch nochmal zur Sprache bringen, dass man da sehr aufpassen muss, wenn man solche Aussagen von sich gibt. Weil es ist nun mal so, dass Religionen das größte Potenzial bieten, um missbraucht zu werden, um ideologisiert zu werden, weil Religionen einfach sehr, sehr viel ausmachen im Menschen. Ja. Es ist nicht irgendwie nur eine Konsumentscheidung, sondern nein, taut und nachher verschreibt man sich einer Idee. Und dann kann man eben jemanden auch manipulieren. Ist wegen humanistischen Gründen, Anführungszeichen, was für ein Unsinn, wegen humanistischen Gründen in den Krieg zu ziehen, ist schon komplizierter zu vermitteln, aber schafft man die letzten 20 Jahre ja auch. Das heißt, über Religion können leicht junge Menschen, vor allem die jetzt so ein bisschen ja, im Wanken sind, diesen Weltschmerz haben, in Fundamentalismus geführt werden. Die Frage jetzt, was die Ahmadiyya Muslimgemeinde macht, wir sind Körperschaft des öffentlichen Rechts und wir haben viele Aktionen organisiert, in denen wir genau darauf aufmerksam gemacht haben, dass der Islam eben nicht für diese Form des Terrors steht, sondern dass der Islam Frieden heißt. Ja, wir haben große Flyer-Aktionen durchgeführt, wo wir wahrscheinlich 5 bis 10 Millionen Menschen erreicht haben mit kleinen Flyern, in denen wir deutlich gemacht haben, Islam heißt Frieden. Das haben wir nicht einmal gemacht, sondern mehrere Male. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Sendungaspekte des Islam, wir haben Internetauftritt, ja, wir haben viele Öffentlichkeitsarbeit betrieben, um deutlich zu machen, dass der Islam eben nicht so einseitig und verkürzt, wie oftmals in den Medien präsentiert, angesehen werden kann. Also wir versuchen es ja. Hier ist, nehmen Sie das mir nicht persönlich jetzt, aber hier alles ist ein gutes Beispiel, dass viele Muslime nicht so sehr die Definition des Islams kennen. Islam bedeutet Gottergebenheit. Und der Aspekt des Friedens wird hergestellt, also man bekommt innerlichen Frieden und Frieden mit den Mitmenschen, wenn man Gott ergeben ist. So, der Punkt ist, was ist Gottergebenheit? Ist es liebevoll zu sein, gütig zu sein, barmherzig zu sein, schön zu sein? Oder ist es hier wie die Terroristen zu schlachten, zu töten? Allahu Akbar, das kann man ja auch als Gottergebenheit verstehen. So. Also, ich verstehe das, ich weiß nicht, ich finde es sehr schwierig zu sagen. Ich finde es schwierig zu sagen, dass man das als Gottergebenheit verstehen kann. Ja? Islam bedeutet Gottergebenheit. Nein, darum geht es mir nicht. Sie haben recht, Sie haben recht. Islam ist Gottergebenheit. Ich will nur sagen, aber die Wurzel SLM kommt ja auch aus Frieden. Aber unabhängig davon, ich meine, jeder vernünftig denkende Mensch kann doch nicht wirklich verstehen oder glauben, dass diese IS-Milizen etwas damit zu tun haben, was 1,5 Milliarden Menschen praktizieren, unabhängig davon, dass diese IS-Milizen, wir verzweifeln ja an die Menschlichkeit, wenn wir glauben, dass das was mit dem Islam zu tun hat. Also Deswegen ist das so. In Mümmelmannsberg hinduistische Kinder, also Kinder, Jugendliche mit hinduistischem Hintergrund oder sikhistischem ausgegrenzt werden, beim Fußballspielen nicht mitspielen dürfen, weil es keine Muslime sind, da stimmt was nicht. Das ist jetzt nicht nur da, sondern auch hier. Also Salafismus und da gebe ich auch der Mehrheitsgesellschaft und den Medien und so weiter eine Schuld. Also ich habe Sie darauf hingewiesen, auf diesen Islam-Aspekt, die Definition. Nur ich will, dass die Muslime sich ein bisschen näher, tiefer gehen da und wie Sie vorhin selbst gesagt haben, vor allem mit wissenschaftlichen Methoden und Herangehensweisen an ihre Religion und an ihre Schriften, Quellen an ihre große, schöne Tradition rangehen. Absolut. Ich gebe Ihnen doch in allen Dingen recht, die Sie sagen. Es geht mir nicht um Recht haben oder Dings haben. Ich bin nur hier, um was zu sagen und zuzuhören. Aber wie gesagt, es geht natürlich darum, dass man klar machen muss, was Islam ist. Also wir haben ja eine Gesellschaft, die einen bestimmten Zeitgeist hat und die bestimmte Vorstellung hat von Menschen. Ja? Und in diesem Zeitgeist spielt zum Beispiel der Wahrheitsbegriff eine bestimmte Rolle. Und da ist es eben schwierig zu sagen, das ist wahr und das ist falsch. Also man glaubt quasi an nichts, das ist der Zeitgeist. Deswegen ist es immer so eine bestimmte Sache, wenn man anfängt darüber zu sagen, was ist der wahre Islam, was ist wahr, was ist falsch. Ja? Dann tut man sich ein bisschen schwerer, aber uns bleibt nichts anderes übrig, als deutlich zu machen, was steht im Koran? Das ist erstmal das Wichtigste. Ja? Das ist ja das Allerwichtigste. Was steht im Koran eigentlich? Die meisten Muslime lesen ja gar nicht den Koran. Ja? Wenn jetzt junge Muslime Sikhs und Hindus auskratzen, dann wissen die ja noch überhaupt gar nichts vom Islam. Die Salafisten lesen sehr wohl den Koran. Aber wie gehen wir, wie lesen wir einen? Nehmen wir einen historischen, also den historischen Kontext mit dazu. Machen wir erstmal die Textgattung klar. Ist das ein geschriebener oder ein gesprochener Text?
das sind Riesenunterschiede, wenn wir davon ausgehen, dass das ein gesprochener Text ist. Also wenn man sich gewöhnliche Gesetzestexte anguckt, hier den BGB, das sind schlüssige, logische Texte. Die widersprechen sich nicht. Die sind geschrieben, weil der Autor sich davor gedacht hat, alles, also es ist durchdacht. Aber der Koran ist ein gesprochener Text. Da hier fängt schon an. Also, aber ich werde wir beide können hier sitzen und sagen, das Studio ist sehr angenehm und das wird dann geschrieben sozusagen beispielhaft. Und nächste Woche sitzen wir hier und sagen, das Studio ist ein bisschen kalt. Also das sind Widersprüche, aber wir sitzen im selben Studio und aber da, ich finde, es geht eine, ganz kurz ein, zwei Sätze dazu. Weit es, ab genau, von das finde ich auch. Das ist weit wir eigentlich ab. Drüber reden. Ja. Genau. Aber nee, ich finde, dass sie alle beide weit ab. Ja, davon ich weiß, aber das Problem ist nur, man kann ja auch nicht das stehen lassen. Das aber ja man das muss das doch mal wieder auf den Punkt kommen. Was führt denn eigentlich bei Jugendlichen dazu, dass sie sozusagen alles, was es über Religion hinaus noch gibt, dass sie das sozusagen beiseite legen. Und damit meine ich einfach ein Verwurzeltsein hier in dieser Gesellschaft, eine schulische Perspektive, eine, was weiß ich, eine kulturelle Perspektive. Dass sie ihr ganzes Leben ausrichten auf eine religiöse Radikalität. Was steckt dahinter? Diese Diskussion ist hochspannend, die beide führen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Jugendlichen wirklich so führen. Mein Eindruck ist eher, dass wir, deswegen brauchen wir diese wissenschaftliche, wir müssen wissenschaftlich klären, warum sind die Jugendlichen so empfänglich dafür? Das ist eine labile Persönlichkeit. Ja, ich glaube, sie haben auch vielleicht keine berufliche Perspektive. Sie fühlen sich in dieser Gesellschaft nicht angenommen. Sie sind ausgegrenzt. Sie sehen, dass ihre Eltern keine Chance hatten, wie auch immer. Ja? Das ist genau, ich fand es hochspannend, dass Sie gesagt haben, wie kommt es dazu, dass man sich nicht mehr verwurzelt fühlt in dieser Kultur und überhaupt gar keinen Zugang hat zu dieser Kultur, sondern stattdessen sich vollkommen einer Radikalität hingibt. Ja? Genau. Ich kann es bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ja, ich sage Ihnen auch warum. Ich bin ich bin bestimmte Jahre meines Lebens auch in diesen Szenen, wo Menschen mit Migrationshintergrund sind, die kriminell sind. Nein, nicht genau da drin, aber ich kannte viele Jugendliche, ja, die so einen Hintergrund haben. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die perspektivlos aufwachsen. Mhm. Sie wachsen auf und fühlen sich nicht zugehörig zur deutschen Kultur. Es ist nicht so. Und ich finde, das ist ein ganz spannender Punkt, weil er hat auch etwas mit der Identität von Deutschland zu tun. Das ist ganz wichtig. Denn sie werden wahrscheinlich in Amerika niemals dieses Problem haben, dass die Jugendlichen überhaupt keinen Zugang haben zur eigenen Nationalität. Das ist gar kein Patriotismusgefühl, obwohl der Islam ja Patriotismus vorschreibt. Also das ist ein gewünschter Faktor. Warum ist es gerade in Deutschland der Fall? Und es liegt natürlich auch daran, dass wir grundsätzlich Probleme haben mit unserer Identität. Das kann ja keiner leugnen. Und diese Jugendlichen, mit denen ich auch aufgewachsen bin, haben niemals zu mir gesagt, ich bin Deutscher. Niemals. Und wir haben ja diese Diskussion zum Beispiel Nationalelf, warum singen die nicht mit? Warum singen die meisten französischen Nationalspieler mit Migrationshintergrund? Warum singen die Deutschen nicht? Darüber kann man nachdenken, darüber kann man reden. Das ist noch ein anderes Thema. Nein, es geht in die ähnliche Richtung. Es geht darum, dass es schwierig ist, für viele Jugendliche mit Migrationshintergrund hier Wurzeln zu schlagen. Und was ich aus erster Hand auch weiß, ist, dass viele sich auch gewisserweise nicht wertgeschätzt gefühlt haben. Ja, man hatte dieses Label, ja, Kanake. Es fängt ja schon damit an, dass man Samstagabend nicht in die Disco reingekommen ist, weil man eben schwarze Haare hatte. So fängt es an. So dass nach und nach eine gewisse Entfremdung stattgefunden hat. Und es sind dann Leute, die eher einen kriminalistischen Hintergrund haben, die bildungsfern sind. Und wenn dann ja, so Prediger kommen wie Per Vogel und dann erzählen, hört mal zu, wir sind die Gläubigen und das sind die Ungläubigen, dann entsteht da ein Exklusivitätsanspruch. Ja, man fühlt sich überlegen und dieses ganze Verhältnis wird umgekehrt. Und so kann man auch diese Menschen mit Migrationshintergrund, ich würde sagen, relativ leicht, ja, aber man kann sie, wie gesagt, wie einen Rattenfänger herausziehen und ihnen so etwas geben, woran sie dann festhalten können und sagen können, okay, wir sind besser als die Kuffare, so sagen es ja, wie die Ungläubigen, weil wir in dieses Paradies kommen und das sind diejenigen, die in die Hölle kommen. Und Sie meinen, das wäre die Erklärung für ISIS? Wir reden jetzt über... Ja, ich glaube, wir sind hier bei dem Reiz, ist sehr nah an der saudi-arabischen Auslegung des Islams.
Der Wahhabitischen. Also ja, irgendwo. Ja. Irgendwo sind wir bei ISIS. Sie haben natürlich weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen an aspekte@tinenet.de oder telefonisch an 040 für Hamburg 325-99-0399 zu dem Thema ISIS, Terror und Khalifat. Und das wollen wir jetzt auch ansprechen, Herr Merck. Wenn Sie Khalifat hören, an was denken Sie da? Das ist, wie gesagt, eine dieser furchtbaren staatlichen Konstruktionen. Ein Religionsstaat. Im Augenblick haben wir per Definition zwei Religionsstaaten. Das ist Israel und Iran. Und das ist beides nicht gut. Denn auf Religion einen Staat zu gründen, das ist schon ein Teil eines völkerrechtlichen Problems. Wenn ISIS-Leute meinen, sie müssten ein Kalifat errichten, was Schlimmeres gibt es völkerrechtlich gar nicht. Weil dann also Religionsfreiheit, Menschenrechte und Humanismus auf der Strecke bleiben. Ich könnte ja sagen, wir gründen hier ein Kalifat der Konfessionsfreien und die Gläubigen müssen Steuern zahlen. Das ist das, was in frühen Zeiten die Mohammedaner mit den angeblich Ungläubigen gemacht haben. Das ist doch alles Kasperletheater. Für mich ist Kalifat Kasperletheater. Wobei man dazu sagen muss, auf was wir auch noch am Anfang der Sendung angesprochen hatten, ist, dass es ein Kalifentum bereits gibt. Es ja. Soll ja von der ISIS eins eingerichtet werden. Ich lese ihn einfach mal von Hazrat Mirza Masroor Ahmad, das ist der derzeitige fünfte Kalif der Ahmadiyya Muslimgemeinde, zwei Statements vor, auf das Herr Hübsch, dann Tarek Hübsch gleich nochmal ein bisschen eingehen kann. Und zwar hier auch bezogen auf die ISIS-Islamisten. Und zwar sagte er, könnte Allah jemals solche bösen Menschen erlauben, ein Kalifat zu errichten und seine Repräsentanten auf Erden zu sein? Könnte derjenige Gott, der ein barmherziger Gott ist, Tyrannen und ihre Grausamkeiten unterstützen? Niemals. Könnte derjenige Gott, der den heiligen Propheten Mohammed, Frieden segne sein auf ihm, als Barmherzigkeit für die Menschheit sandte, Grausamkeit auf Erden im Namen seines gesegneten Propheten bestehen lassen? Niemals. Dann sagte er noch zu dem Thema Weltfrieden, das akute und wichtigste Bedürfnis der heutigen Welt ist Frieden und den Glauben an Gott zu etablieren. Wenn die Welt dies in Wirklichkeit verstehen würde, dann würden alle Staaten, ob groß oder klein, nicht Millionen und Billionen von Dollar im Namen der Verteidigung ausgeben, um ihre militärischen Kapazitäten zu erhöhen. Vielmehr würden sie ihr Vermögen für die Lebensmittelversorgung der Hungernden, für die Allgemeinbildung und Verbesserung des Lebensstandards in den Entwicklungsländern einsetzen. Tarek, das hat der fünfte Kalif gesagt. Also es gibt ja ein bestehendes Kalifentum. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen. Da sind wir auch schon gleich am Ende der Sendung angelangt. Ja, also erst einmal muss man feststellen, dass Kalifat erst einmal nur so etwas bedeutet wie Nachfolger. Das heißt, es ist nicht unbedingt konnotiert mit einem Staatsführer. Ja? Das Begriff der Staat selbst ist ja relativ modern. In der Zeit des Propheten Muhammad gab es so etwas wie einen Staat nicht. Es gab nach dem Ableben des Propheten seine Nachfolger, das waren die Kalifen, die das religiöse Oberhaupt waren, aber gleichzeitig auch Anführungszeichen das Staatsoberhaupt, weil damals die Trennung überhaupt gar nicht so gegeben ist wie heute. Unabhängig davon gibt es jetzt ein Kalifat, das auf Grundlage des Reformers des Islam, des Messias Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, der die Ahmadiyya Muslimgemeinde begründet hat, sich etabliert hat, ist mittlerweile der fünfte Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Und dieses Kalifat hat überhaupt nichts mit einer Staatlichkeit zu tun, sondern es ist ein rein spirituell-geistiges Kalifat. Ungefähr so zu verstehen wie der Papst, der ja auch früher, der hat ja das Vatikan. Dieser Kalif ist ein spirituell-geistiges Oberhaupt und ist quasi für uns Muslime, der Ahmadiyya Muslimgemeinde, der Repräsentant, wenn sich das auch hart anhört, Gottes auf Erden, insofern als er für uns Rechtleitung bietet in allen religiösen Angelegenheiten. Es ist notwendig in unserer Auffassung, dass es jemanden geben muss, der eben sagen kann, das ist jetzt der Weg, der dem Koran nahe kommt, der der Tradition des Propheten Muhammad ist und ist ein Islam, der sich davon abkehrt. Und dieser Kalif hat sich jetzt eindeutig, ja, und es hat er immer wieder von diesen Radikalen distanziert. Ja, es ist ein Kalif, der in sehr vielen großen Häusern gesprochen hat, im Kapitol, im britischen Parlament, in der EU. Und dort hat er eine glasklare Friedensbotschaft vermittelt. Er hat zum Beispiel immer wieder deutlich gemacht, dass wir jetzt wegen dieser Konflikte immer näher in einen großen Konflikt geraten, einen Weltkrieg geraten können. Er hat auch in Deutschland vor der Bundeswehr gesprochen und dort aufmerksam gemacht darauf, dass es
keinen Widerspruch gibt zwischen der Loyalität zum Glauben und der Loyalität zum Staat. Das heißt, wir als Muslime sind verpflichtet dazu, uns auch an die Staatsgesetze zu halten. Das heißt, es ist ein rein spirituelles Oberhaupt, der in allen theologischen, religiösen Dingen das Sagen hat. Und es hat überhaupt nichts mit einer Staatlichkeit zu tun. Unabhängig davon lehrt er ja auch immer wieder, es gibt keinen Zwang im Glauben. Ja, man darf niemanden dazu zwingen, irgendeinen Glauben anzunehmen, sondern es ist jedem selbst überlassen, das, was eben im Koran steht. Eine Frage haben wir von einem Zuschauer erhalten, und zwar heißt es hier an den Islam gerichtet, inwieweit Islam Frieden bedeutet und für welche islamischen Länder dies gilt. Tariq. Das muss eine Fangfrage sein soll. Es heißt ja so schön, Islam heißt Frieden. Er hat es ja versucht zu erklären, Islam heißt Gottergebenheit und dafür kann man Frieden finden. Es gibt verschiedene Definitionen von Islam. Grundsätzlich muss aber ein für alle Mal geklärt werden, die Religion an sich, ja, alle Religionen, daran glauben wir auch als Muslime, alle Gesandten Gottes sind gekommen, um Frieden zu geben und nicht um Hass zu schüren. Ja. Frieden innerhalb der Gesellschaft, Frieden innerhalb der Nation und vor allem Frieden in sich selbst. Ja. Ein Muslim ist derjenige, der Frieden hat und Frieden verbreitet. Das ist die Definition, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gegeben hat. Es geht also darum, dass ein Muslim derjenige ist, der nach dem Islam lebt, der Gott ergeben ist und der Frieden in sich findet. Und wenn jemand, der Frieden in sich findet, der hat, glaube ich, kein Bedürfnis, dann diesen irgendwie Hass nach außen zu schüren, sondern es geht dann darum, auch Frieden zu schaffen. Stichwort Kalifat. Sie haben das schön beschrieben, aber wie können wir das Potenzial, das friedvolle Potenzial von Islam sich entfalten lassen? Ich glaube, meiner Meinung nach ist, wenn man Religion und Politik strikt voneinander trennt, absolut. Säkular, dass sich die Gemeinschaften selbst organisieren, sich auf das Wesentliche konzentrieren. Statement leider geben und dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Dann mache ich mal mein letztes Statement, wenn ich darf. Wir sind am Ende angelangt. Also grundsätzlich eine Antwort und dann sind wir leider auch schon am Ende. Der Kalif sagt immer wieder, ja, es gibt eine Trennung zwischen Staat und Religion. Es gibt keinen Zwang im Glauben und es ist nicht wichtig in einem Staat, dass der Staatsoberhaupt Muslim oder Christ etc. ist, sondern im Koran steht eindeutig drauf, gibt die Treuhandschaft denjenigen, die gerecht sind. Das heißt, die Gerechtigkeit ist das oberste Prinzip und weniger, ja, ob jemand jetzt aus dem Label Muslim, Christ etc. ist, sondern Gerechtigkeit. Und das impliziert natürlich wegen keinen Zwang im Glauben Trennung zwischen Staat und Religion. Jeder soll nach seiner Konfession. Zwei Sätze noch, Herr, gibt Ihnen das Hoffnung? Ja, ich wollte nur einen Punkt sagen. Leider ist die Position der Ahmadiyya-Gemeinde für die Muslime insgesamt nicht repräsentativ, sondern sie sind ja nur eine kleine Gruppe der Muslime. Eine kleine Gruppe der Muslime. Und das, was Sie jetzt über Muslime gesagt haben, betrifft nur die Ahmadiyya-Gemeinde und nicht nur die große Mehrheit der Muslime. Also insoweit ist das untypisch. Ende angelangt. Wir hoffen, dass das aber auch für alle Muslime gilt, Tariq, was du eben gesagt hast. Ich glaube, es gibt viele Überschneidungen. Ja? Also dieser fanatische Islam, das ist nicht die Mehrheit der Muslime, sondern die Mehrheit der Muslime. Vielen Dank, dass Sie da waren, Zeit hatten, heute Abend dabei zu sein. Sehr geehrte Zuschauer, schalten Sie gerne jeden ersten Montag im Monat ein hier zu unserer Sendung Aspekte des Islam. Schalten Sie gerne auf unsere Internetseite aspekte.tv oder auch bei Facebook einfach Aspekte des Islam eingeben. Wir verabschieden uns mit dem Motto der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde, nämlich Liebe für alle und Hass für keinen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.